Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Road to Survival. Einige neue Events wieder da. Meiner Stimme geht es wesentlich besser. Hier seht ihr Michaels Geschichte, Glens Geschichte, also einige neue. Und wir sind aber noch bei Grenzen Teil 3 dran. Und zwar der letzte Akt ist freigeschaltet. Der dritte, den wollen wir uns doch mal anschauen. Und da kriegen wir diesen schönen roten... Was ist das? Ein Verbindungsproblem. Schönen 4 Sterne roten Corner. Den gibt es ja auch als 5 Sterne schon. Und er ist ein wachsamer, roter, wie gesagt, ein Soldat. Also der ist ziemlich gut. Er macht bei... Achso, wundert euch nicht, wenn hier die Recharge Rate steht. Das ist, weil ich ja Beta-Tester bin. Da sind einige Sachen schon auf dem normalen Server bei mir drauf. Nicht beirren lassen, das werde ich irgendwann kriegen. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen darf. Keine Ahnung. 76 AP braucht der. Das ist okay. Das ist normal, also besser wäre natürlich im 40er Bereich, aber wenn es über 100 wird, dann ist es meistens zu, ja, dauert es zu lange, dann ist er eigentlich nicht mehr gut und für Raids eigentlich nicht geeignet. Aber 76 ist ganz okay, fügt einem Feind 325% Schaden zu, alle Teammitglieder halten 3 Runden lang 35% Critical, ist also auch zum Farmen recht gut, wenn es Zombies sind. Gefällt mir sehr gut, der Charakter. Leben stehlen, wenn dieser Charakter einen feindlichen Charakter tötet, erhält er 20% seiner maximalen HP zurück. Das tut sich auf jeden Fall auswirken, wenn er dann den Finalkill macht. Man kann das ja ein bisschen abschätzen. So. Also, was Neues noch. Ich bin Level 48 jetzt geworden und die Weltenenergie ist auf 40 hochgegangen. Ganz nett. Reicht natürlich nicht aus, um einen kompletten Rush zu machen. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Auf der anderen Seite des Flusses findet noch ein Kampf statt. Mhm. Oh, das war ziemlich kurz. Okay. Ja, nicht beachten, man kann hier Teamnamen jetzt eingeben. Krumme, wie auch immer. Nicht wichtig, das werdet ihr dann irgendwie später sehen. Ich habe kein Okay bekommen, das auf YouTube zu setzen, richtige Videos, deswegen erzähle ich euch nicht, was alles für Neuigkeiten kommen. Scavengers, Camps und also andere Sachen. Ja, wie auch immer. Wird schon gut gehen. Hauen wir sie um. Da das ein S-Rang ist, vom Schwierigkeitsgrad, müssen wir jetzt mal schauen. Also das war da, wo wir Ezekiel getroffen haben hier. Das ist also sein Reich, wir erinnern uns. Das war dieser, ja, Bolzplatz, Sportplatz, wie nennt man das hier? Oh, wo halt die Kiddies hier irgendwie am Daddel sind. So, müssen wir schauen. Ich glaube, es geht zwar hier mit den Hits, aber... Ich glaube, ich passe ein bisschen besser was auf. Ich meine, die ersten Wellen sind ja recht easy noch, die ersten Abschnitte, aber nicht, dass wir gleich doch im Bredouille kommen. Deswegen lieber mal versuchen, hier Critical Hits zu machen. Ah, was total in die Hose wieder geht. So. Dann versucht er mal so. Och nee, echt jetzt? Seht ihr, was ich meine? Also das ist, sobald S-Rang ist, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich niedriger. Ich weiß nicht warum, weil er hat ja jetzt 24 durch sie schon gehabt, hat durch die Waffe nochmal 30 gehabt, weil er eine Lucille anhat und hat nochmal zusätzlich durch das Kampf-Item nochmal 20 bekommen. Sind also, nicht lügen, 74, ist korrekt, ne? 74? Ja, 74% Critical. Das ist schon ziemlich hoch. Ich meine, das kann immer noch schief gehen, aber das ist schon mies. So, ich würde sagen, du verfasst mal so einen rein, weil die alle verwundet sind. Ja, das war eine gute Idee gewesen. Den da unten lassen wir durch dich direkt töten. Adlerauge, ach, 5 Sterne, Andrea, nice. Ja, und ich habe immer noch keinen, stimmt, das wollte ich auch erzählen, ich habe immer noch keinen, Vorratslager, war ja schon wieder eine neue Woche gewesen. Da bin ich jetzt bei, ich glaube, 82, 83, vielleicht irgendwie 83.000 oder so. Und, ja, immer noch kein Angebot. Frust. Ich glaube jetzt schon seit über 2 Monaten kein Angebot mehr für ein 5 Sterne. Das ist sehr ärgerlich und ich sehe es einfach nicht ein, 55.000 Punkte dafür auszugeben, wenn ich ständig in den Fraktionen lese, dass einer schon wieder für 38.000 irgendeinen drinnen hat. Da könnte ich jetzt schon 2 holen von. Also, da warte ich weiter ab. 40, vielleicht 45.000 hätte ich noch gesagt, okay, aber 55.000 und das durchgängig jetzt, das ist fast, als ob das Spiel weiß, ich habe über 80.000, wir geben dir nichts Günstiges. Naja, weiß nicht, das ist vielleicht auch einfach nur reine Glückssache. Ja, also da ist nichts dazu gekommen, aber ihr wisst ja von den 2 5 Sternen, die ich bekommen habe, dem
heißt er, dem Heath, und da war doch noch ein anderer, ein Heiler gewesen, komme ich jetzt auch nicht auf den Namen, aber da ist jetzt ein dritter zugekommen, nämlich durch das Training 20 ist ein 5-Sterne-Glenn gedroppt, juhu, ihr wisst ja, bei Training 14 droppen keine 5 Sterne, aber da Training 14, dem Elite-Training, können die 4 Sterne droppen, wie der Joshua zum Beispiel, ich glaube aber auch nur 4 Stück. Siddiq, Joshua, lass mich nicht lügen, irgendwelche zwei andere, aber keine so mega Brüllen. Und beim 5-Sterne-Training, also beim Training 20, dem Legendary, können 5 Sterne droppen. Bekannt ist bisher, dass diese Andrea 5 Sterne droppen kann, der Glenn und der Therese. Also die sollte man sich eigentlich im Vorratslager nicht kaufen, weil die definitiv da fallen können. Bestätigen kann ich aber von mir aus selber nur den, den 5-Sterne-Glenn, weil ich den jetzt bekommen habe da. Freunde, wir fangen gerade erst an. Genau, und wir kriegen ein Stickoxid. Vielen Dank. Fast geschafft, Brüder. Bringt die Toten einmal mehr unter die Erde. Ja, ich kann euch hier gerade mal zeigen. Da ist er. 5-Sterne-Glenn. Yeah. Und hier, Heath und Obersten. Genau, Obersten kam ich nicht drauf. Das sind jetzt meine 3 5-Sterne, die ich habe. Und es werden einige noch folgen. Abram? Verteidigung erhöhen. Pff. Ja, das ist eigentlich totaler Mumpitz, dich mitzunehmen. Ich für Raids ganz gut, aber ja, nehmen wir so einen Joshua mit. Warum nicht? Weil ich faul bin, bis die AR voll sind. Ja, so viel dazu. Das klappt ja schon wieder mal hervorragend. Also man merkt, es ist S-Rang. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach niedriger, aber ich weiß nicht warum. Sie dürfte nicht niedriger sein. Schauen wir mal, wie viel ihr schafft. Ja, das sieht schon nicht gut aus. Okay, wir schwächen dich, wir schwächen dich, wir schwächen dich, wir schwächen dich. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden wir hier nehmen. Wir haben jetzt schon 50% weniger gemacht. Okay, die hätten also um die 250, 260 verloren. Das geht noch, würde ich sagen. Schauen wir mal, wie wir weiter vorankommen. Wir haben ja den Boost drin. Der da oben ist ein Mistsack. Haben wir noch nicht geschwächt. Haben wir auf jeden Fall jetzt schon durch die... Was ist das? Tränengas? Wie heißt du? Nervengas, genau. Tränengas ist das Rote. Durch das Nervengas haben wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen was von den blutigen Hemmen gespart. Die sind nämlich wesentlich wichtiger für spätere Abschnitte. Ah, müsste ich hätte einmal heilen sollen. Muss ich das irgendwann später machen. Aber so viel Schaden habt ihr auch noch nicht genommen. So, Critical Item ist noch drin. Da hauen wir da direkt mal weiter. Ja, jetzt ist es weg. Schauen wir mal, wie wir vorankommen. Da hinten kommen 2 Polizisten, die sind was stärker. Ja, jetzt können wir uns auch heilen, das ist gut. Ja, gerade war ein Krieg gewesen, die letzten 3 Tage. Leider gab es einen zweiten Platz, gab es einen 5 Sterne und wir haben es leider nicht geparkt. Aber der war auch nicht so brüll, das war... Ah nein, ja, ich rede und passe nicht auf und nehme viel zu viel Schaden. Das ist ärgerlich. Ach komm, haut doch mal irgendeinen weg. Jungs, 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 sehr gut, okay. Dann lassen wir dich... den so machen, genau. Hätte er das nicht geschafft, wäre er auf jeden Fall betäubt. Halt ihn mal voll. Und den 3-Sterne-Platz gab es leider nur einen 4-Sterne-Charakter. Sehr schade. Kann ich euch gleich auch mal zeigen. Ich muss sowieso mal ein Video machen, wo ich meine ganzen Charaktere zeige. Das sind, glaube ich, jetzt 22 unterschiedliche 4 Sterne jetzt schon. Vielleicht mache ich aber auch so ein Jubiläumsvideo. Ein Jahr lang im Spiel. Was ist bisher erreicht worden? Und das ohne Geld bedenken, ne? Aber mit Videoklicks. Zack, 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 zack.
Geld fließt ja trotzdem im Endeffekt. Aber kein Realgeld. Ja, das hat jetzt besser geklappt. Wir müssen uns eigentlich auch nicht mehr so viel Sorgen machen. Jetzt ziemlich am Ende. Wenn jetzt irgendwas passiert und wir haben keine blutigen Hemden aufgebaut. Zack, 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 zack. Nach einer einsamen Reise erreicht weit Ezekiels Königreich. Mhm. Ezekiel, schließ dich dem Kampf an, Freund. Noch mehr. Ja, wir wollen auf jeden Fall einen haben, weil wir hier auf Esram kämpfen. Hier, Fernkämpfer ist super. Und ich zeige euch gerade noch, wen wir bekommen haben. Ah, hier, die Maggie, genau. Die gab es für den dritten Platz. Hier, 160 AP, sehr langsam. Also eigentlich ist sie total nutzlos. 70% maximal HP zurück, das klingt super. Aber durch die 160 HP ist die total scheiße. Das ist total der Mumpitz. Hier, wo ist die Molly? Da ist die Molly. Die Molly macht 45 HP. Kriege ich zu viel. Also, tausendmal geiler. Los geht's. Ja, für die Sammlung nehme ich mit. Und für die Scavenger-Scams, zukünftigen Ereignisse im Spiel, die dann irgendwann kommen und es in der Beta schon gibt, ist es gut, ein paar mehr Teams zu haben und vielleicht nicht direkt alle Charaktere zu verkaufen, die man nicht für sein Raid-Team braucht. Weil eine Auswahl von Charakteren wäre schon ganz gut. Voll die Spoiler. Ich habe natürlich auch schon ein Video gemacht, aber ich darf es halt nicht reinsetzen, wie gesagt, was seit anderthalb Wochen um Dreh, keine Ahnung, um Dreh in der Beta wieder fleißig am Laufen ist. Neuigkeiten. Googles mal, vielleicht gibt es ja ein paar Infos. Auf jeden Fall kommt einiges Neues. Nichts zu sehen. Bisher nur Zombie-Gegner. Da sind wir ja eine recht gute Truppe für. Mhm. Ja, komm. Erhöhen wir das mal um 20. Hä? Was? Nein. So. Ja, hat sich doch gelohnt. Ups, das habt ihr hoffentlich nicht gehört. Das war mein Border Collie. Der hat im Garten gebellt. Sehr wahrscheinlich nähern sich bösartige Vögel unseren Obstbäumen. Das ist gar kein Obst da. Sonst was Neues? Mir fällt jetzt nichts direkt ein. Tja, sonst gibt's eigentlich nichts Neues. Es gibt schon Neues, aber ich darf nicht drüber reden. Beta-Richtlinien. Was bringt dich in Ezekiels Königreich, Bruder? Ich bin meinem Herz gefolgt. Gut zu wissen, dass einer von Negans Männern überhaupt eines hat. Ja, hat er schon. Aber der
Natürlich das auch stark anklang. Yay, Raid Energie, die nehmen wir gerne. Wir sind fast da, folge mir. Und es wird hilfreich sein, wenn wir erst all die Streuner beseitigen. Also wieder Streuner. Er mag es nicht, wenn Leute ihre Probleme vor seiner Haustür planen. Ich werde dir vertrauen müssen. Noch mehr Streuner. Streuner, kein Problem. Nehmen wir. Und weg damit. So, Moment. Gucken wir erstmal, wie wir hier schaffen. Oh, in Ordnung, musst du deine Fähigkeit noch nicht machen. Ich glaube, ziemlich cool wäre auch mehrere von den Andreas, weil sie ja im Endeffekt mit ihrer Spezialfähigkeit 5 Sterne Andrea hauen sie einen ja so gut wie jeden, können sie direkt töten. Ich weiß nicht, ob sie die dicken schaffen. Könnte man eigentlich mal testen. Den hauen wir mal rein. War ja nicht so prüne. Den könntest du töten. Machen wir so. Ist auf jeden Fall außer Gefecht. Und dich schwächen wir, weil du uns Schaden machst. Und dich würde ich gerne. Obwohl, das können wir dann auch so machen. Ah, Murks. Schade, ganz knapp. Einmal so. Einmal den. So, hier hoffen wir auf gut Glück. Das hat geklappt. Einmal heilen. Dann schau mal, können wir dich vernichten? Das können wir mit 4400. Aber es gibt noch dickere. Müssen wir mal gucken, die, wo die Gedärme raushängen, diese Riesenkerle. Hat natürlich manchmal auch ein bisschen damit zu tun, was sind die für Farben. Kennt das ja hier, der ist gelb, der war ja blau gewesen und so. Der hat gar keine Farbe. Keine roten, okay. Also wenn dann roter ist, würde ich mit dem Blauen natürlich viel mehr Schaden machen. So meine ich das. Mensch, was ist das denn? Zack, weg mit dir. So, und einmal da. Bam. Okay, da das ungewiss ist, schwächen wir die Reihe. Ja, nicht geklappt, der Critical. Dann nimmst du halt ein bisschen Schaden. Also merkt schon, eigentlich sind die Zombies-Level ja schneller machbar, aber dadurch, dass es S-Rang ist, dauert es auch hier etwas länger und man muss ein bisschen taktischer vorgehen. Was aber auch interessanter macht. Weil die B- und A-Ränge oder gar C-Ränge, das ist ja nur noch ein Durchrushen. Frage ist, wann wird der S-Rang zum Durchrusher? Wahrscheinlich, wenn alles 5 Sterne sind. Oder man die ideale Gruppe hat. Zum Beispiel 5 Andrea, 5 Sterne Andreas und ein 5 Sterne Rick für den Boost für die. Damit sie Critical oben haben. Obwohl es gab irgendeinen anderen, der macht glaube ich 36% Critical oder was. Das war irgendein Fernkämpfer. 5 Sterne, den man kaufen konnte. Ich weiß gar nicht, wer das war. War das vielleicht sogar Obersten? Der hat dann noch mal ein bisschen mehr als der Rick als Anführer. So, das sind die dickeren, die ich meinte. Versuchen wir die doch direkt mal. Was hältst du hiervon? Können wir auch direkt holen. Also 5 Sterne entweder super. Der kann mich noch nicht erwischen, oder? Aber der tötet mich, glaube ich, One-Shot. Nur außer Gefecht. Den Down kriegen oder nicht. Abschnitt 4. Und eine Raid-Energie. Vielen Dank. Das ist also dein Plan? Ich verstehe nicht, was. Verflucht!
Wir sind hier nicht die Einzigen. Komm und hilf mir. Wir haben menschliche Gegner. Da das was länger dauern wird, werden wir das nicht in diesem Video machen. Bis demnächst, euer Chojin.